wie funktioniert eigentlich der Gitterschnitt und was kannst du damit überprüfen? Den Gitterschnitt verwendest du, wenn du überprüfen willst, wie tragfähig eine vorhandene Beschichtung ist. Folgende Dinge benötigst du dafür: eine Gitterschnittschablone mit einem Cuttermesser oder ein Gitterschnittmesser sowie ein Klebeband. Dann ritzt du, wie hier zu sehen, ein Gitter in die Beschichtung. Danach bürstest du die Fläche ab, um lose Partikel zu entfernen. Dann klebst du ein Kreppklebeband über den Gitterschnitt und drückst es fest an. Das Klebeband ziehst du dann wieder ab. Nun erkennst du anhand der Abplatzungen, wie tragfähig die vorhandene Beschichtung ist. Je mehr abgeplatzt ist, desto schlechter ist die Tragfähigkeit der Beschichtung. Die Gitterschnitttabelle nach DIN hilft dir genau, den richtigen Grad der Abplatzung zu bestimmen. Jetzt, da du weißt, wie der Gitterschnitt funktioniert, kannst du ihn gleich bei deiner nächsten Beschichtung selbst ausprobieren. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre2Go ist ein Projekt von Ibis Ackerm, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe.